Hallo, grüß euch. Ich habe heute eine Collage in diesem Action-Sketchpad. Habe ich schon öfters mal eine gezeigt. Ich mag dieses Bücher ganz gern, weil es ja, erstens mal total billig war und deswegen ist mir total egal, wenn da jetzt irgendwas nicht schön ausschaut und man kann auch ganz prima einfach mal eine Seite rausreißen. Und ich nehme das echt gern her, so für zwischendurch, wenn ich ein bisschen was Kreatives machen will. Und auch vielleicht gerade solche Collagepapiere rumliegen habe, die nur aufgebraucht werden müssen, dann ja, mache ich gerne in dem Bücherl was. Ich finde es auch ganz gut, wenn man so ja, limitierte ja, Materialien, so geht es mir da, hat. Also diese Collagepapiere, dass ich da nicht total viel zur Auswahl habe, sondern wirklich mir bloß ein paar her tue und nur mit denen ich arbeite. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen einfacher, wie wenn man so viel zur Auswahl hat. Dieses braune Collagepapier mit diesen blauen Blättern drauf, das habe ich mit Acrylfarbe bestempelt. Das war eine alte Buchseite. Und dann habe ich danach, wo das trocken war, mit brauner Acryltinte einfach so eine Lasur drüber. Und dann, als das getrocknet war, die Lasur wieder so ein bisschen von der Acrylfarbe aber gewischt, damit das Blau wieder ein bisschen mehr rauskommt. Und ich finde, dass das recht schön ausschaut. Die anderen Collagepapiere, ja, sind einfach, die meisten sind Jellyprints auf unterschiedliche Materialien. Und ich habe da schon ganz viele Videos auf meinem Kanal, wie ich diese Collagepapiere mache. Ich verlinke euch da einfach welche am Ende von dem Video. Aufkleben tue ich die Papiere mit diesem Tombow-Klebestick. Das ist so mein Lieblingskleber, weil da weht sie gar nichts. Da geht nicht so viel Kleber runter und der hält auch wirklich also bombenfest. Und deswegen verwende ich ihn recht gern. Was ich an Collagen total gern mag, ist, dass man nicht so viel verkehrt machen kann, weil man ja sich erstmal vorher die Sachen drauflegt und dann sieht man schon, was jetzt gut ausschaut und was nicht so gut passt. Deswegen finde ich, das ist eine recht entspannende Geschichte. Und gerade wenn man so ein bisschen unsicher ist oder nicht so eine Idee hat, was könnte ich denn machen, finde ich, ist das immer eine ganz praktische Sache. Dieses dünne Papier da, das ist so Seidenpapier und das habe ich auch bestempelt. Mit einem Stempel aus dem Pencilmax Nummer 4. Bei dem muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man da einen Kleber drauf macht, dass man vorsichtig ist, weil das reißt natürlich total schnell, lässt sich aber mit dem Klebestick ganz, ganz gut aufkleben. Und was da auch ganz praktisch ist, wenn es einem nicht gefällt, dann kann man das mit diesem Tombow-Klebestick einfach nochmal runter da und nochmal woanders hinkleben. Also da hat man echt ein bisschen Zeit. Das finde ich total super.
Ich schneide zwischendurch ganz gern diese überstehenden Ränder mal runter von die Collagepapiere, weil man dann eigentlich erst einmal so das fertige Ergebnis sieht und dann besser beurteilen kann, wo vielleicht nur das ein oder andere hinpasst oder wie es am besten hinpasst. Ja, und deswegen mache ich das eigentlich immer so nach der ersten Lage. Papiere schneide ich da einmal rundum. Ach ja, und was ich außerdem noch sagen wollte, wir haben unseren Shop umgezogen auf eine andere Plattform. Da gibt es jetzt auch alles ganz in normaler deutscher Sprache und nicht so ein Mischmasch aus Englisch und Deutsch. Ich hoffe, dass das für manche Leute vielleicht einfacher macht und übersichtlicher vor allem. Man kann jetzt einfach eben zwischen den Sprachen hin und her schalten und der ganze Shop ist ein bisschen moderner und komfortabler mit ein paar mehr Funktionen. Es kann allerdings sein, dass vielleicht am Anfang das ein oder andere noch nicht so ganz funktioniert. Ich habe auch noch nicht alle Stempel jetzt hochgeladen, weil ich es einfach zeitlich noch nicht geschafft habe. Die wichtigsten sind natürlich da. Ja, und ich hoffe, ihr tragt euch bei unserem Newsletter ein, wenn er denn dann geht. Ich weiß es noch nicht, weil ich editiere das Video jetzt ein bisschen vorher. Und ich weiß jetzt nicht, was am Samstag ist, wenn das Video auf YouTube steht. Ich hoffe ganz einfach, dass der Shop dann schon einwandfrei läuft. Wenn er dann läuft, dann werden wir auf jeden Fall eine kleine Aktion machen mit einem Gutscheincode. Deswegen habe ich das mit dem Newsletter gesagt, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Aber wir werden es sicher auch auf Instagram teilen. Und wenn wir schon davon reden, bei uns läuft gerade die November-Challenge wie jeden Monat. Es gibt einen 10-Euro-Gutschein zum Gewinner. Ihr könnt es mitmachen in der Facebook-Gruppe oder auf Instagram. Da müsst ihr unseren Hashtag verwenden und uns bitte markieren. Ich schreibe das unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Und dann könnt ihr da teilnehmen und am Schluss vom Monat bzw. am Anfang vom nächsten losen wir unter allen Teilnehmern eben einen aus und der kriegt dann einen 10-Euro-Gutschein. Ich habe jetzt so ein bisschen was nicht erklärt. Es war leider ein kleiner Teil weggeschnitten vom Video, und zwar da, wo ich diesen weißen Gesso aufgetragen habe. Ich habe da mit einem trockenen Pinsel ganz dünn bisschen weißen Gesso drauf, habe dann diesen weißen Gesso verdünnt und ein paar Spritzer mit drauf gemacht, habe das trocknen lassen und habe dann später diese türkise Acryltinte drauf und auch wieder mit ein bisschen Wasser verdünnt und wieder ein bisschen abtupft. Und jetzt, nachdem das getrocknet ist, habe ich ein paar Markmakings gemacht mit so einem Neocolor. Hier stempel ich noch ein bisschen was für mehr Textur. Ich entscheide es dann am Schluss, als sie meistens so ein bisschen aus dem Bauch raus, wo mir was gefällt und was vielleicht nur hier und da hinpasst. Als Hauptmotiv möchte ich gerne also ein Collage-Element verwenden. Ich habe da vor einer Zeit ganz viele gemacht, damit ich immer was zum Fertigstellen da habe. Ich habe da von einem Video auf meinem Instagram Reels-Kanal, da findet ihr das. Das sind Stempel aus dem Sketchy Leaves Stempelset und die sind zum einen, also zum Teil mit weißem Embossingpulver gemacht und manche habe ich einfach nur in Schwarz gestempelt auf koloriertem Aquarellpapier. Ja, und ich suche mir da jetzt eigentlich nur mal so ein bisschen farblich was raus, was mir gefällt oder was vielleicht dazu passt und das klebe ich dann nur auf die Seite auf. Da verwende ich dann einen Flüssigkleber, weil das mit dem Klebestick nicht so gut funktioniert, eben dadurch, dass das ein recht schweres Papier ist. Ja, dann muss man die ganze Zeit halt hier drucken, damit das gescheit hält. Und mit dem Glossy Accents, da geht das echt total schnell. Ich möchte jetzt noch ein paar so
schwarze Kritzeleien drauf mache, da verwende ich einen Aquarell-Buntstift in Schwarz. Da habe ich vorher die Spitze so ein bisschen ins Wasser eingetaucht und dann gibt der ganz viel Pigment ab. Das mag ich ganz gerne, ich finde, dass das recht ja, gut ausschaut. Zu guter Letzt mache ich noch ein paar Markmakings mit so einem Posca-Marker in Weiß. Ja, einfach, ist mir halt so eingefallen. Ich mache da ganz gerne am Schluss, sprühe da so ein bisschen rum. Das ist eigentlich so der Lieblingsteil. Ja, da ist mein Video fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet wie immer einen Blogpost dazu mit Fotos und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Pfiat euch!